Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 9 und zwar wir sind in War of the Lich King und wir müssen hier den Guten töten. Ich meine, der war ja Elite. Aber da wir schon 75 sind, ist das nicht das Problem. Oder so, ne? Furchtbar sauer. Mit da. Ja, okay. Serviert. Läuft er denn der Gute? Okay. Ja. So geht das. Warum auch immer. Ging eigentlich bereits 72 Elite. Na, für uns kein Problem. Schöne Sache. Ich würde gerne mal die Kacke plündern, ne? Aber irgendwie. Ach, plündern sie auch schon hier. Ledern. Aber das geht ja irgendwie leider nicht, weil wir ja nicht geskillt haben. Das wäre schön, wenn es funktioniert. Also wenn das auch noch gegeben wäre, aber gut. Na, macht man manchmal nichts. Ich muss mal gucken, es gibt ja diesen Vote Shop bei Rising Tweed. Vielleicht kann man da ja was machen. Das Licht sei mit euch. Ziehe den Ehrenfreund. Grüße. Seid vorsichtig. So, schon mal wieder ein paar Quests. Eine komische Messung vornehmen, ne? Ich rechne sie im Kopf. Ich sag euch, ohne Fluchtier war das hier echte, oder ist das hier echte, manchmal eine Herausforderung. Man schafft das zwar alles, aber trotzdem ist es wirklich eine Herausforderung, weil ich muss hier runterhüpfen, hier rumschwimmen. Wir sind ja schon mal schneller mit 150 als mit dem normalen Reittier oder Schwimmen, ne? Das ist... Muss man leider sagen. Ich glaube, das ist hier das... Wir sind durchführen müssen. Genau, und das nächste ist glaube ich unter Wasser. Doch, diese dann habe ich auch. Das hat ich so gerne gehabt. Es gibt mittlerweile zwar ein paar Sachen, die mir jetzt fehlen. Aber. Weiß nicht, so die Nostalgie fehlt manchmal. Aber gut. Dafür gibt es ja diese. Ja, Classic Raids. Zeitreise, ne? Ja, hab ich auch schon ein paar gemacht. Es kommt zwar nah dran, aber ich glaube, das liegt damit zusammen, dass man damals nicht so nah dran war. Einfach was gefehlt hat. Damit
wirklich nicht schlecht. Ja, auch frei, ne? Was jetzt? So, ja gut, wir sind die Horde. Nein, wir sind Allianz. Warum da immer ein Hordler? Mal jetzt ein Hordler rauskommen, weiß ich auch nicht. Seid gegrüßt. Das Licht sinkt. Ehre dem König, Freund. Für die Allianz. So, für die nächsten Gefilde. Jetzt haben wir nämlich Unterwasseratmung. Die Tage auch bei YouTube was gesehen. War einer, der hatte so alte oder so einen alten Screenshots gepostet und erzählt, was er dazu gemacht hat. Das war auch sehr interessant. Das hat mich auch ein bisschen an damals erinnert, als man halt noch so unerfahren war. Das, weil man halt nicht wusste, was macht man so, was muss man so machen, wofür macht man das. Ja, man hat halt vieles gehört von Leuten, aber man wusste halt nicht. Ne? Wo ist doch da gewesen? Gilt. Gibt es schon mal viel nicht, ja? Alles schön. Oder ist das mit Slash? Nein. Ich will den einfach auf meinen Flugmond hier aufmachen, aber das geht noch nicht im Wasser. Und dann ist der Einzige, der einfach so aus dem Wasser rausfliegen kann, der Druide, wenn er hochhüpft. Flugform. Die anderen müssen erst an schwimmen und dann können wir aufmounten. So. Gefangen, wenn man den entführt. Ah, ich wusste, ich hätte irgendwas falsch. Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Die nächste Mission durchführen. Ach, was ist das mit dem Gefangenen? Was ist näher? Ja, genau. Ich glaube, das war einfach nur zum Testen. Geht. Okay. Nein. Okay.
Hier müssen wir laufen. Ich weiß, mittlerweile geht das. Dass man den halt einfach abschleppen kann. Das war nicht der Teil. Okay. Na gut. Ich wollte eigentlich auf Defensiv stellen. Aber er war auf Aggro und mal gepult. Oder so, weil das Ding nicht lange alt. Aber der hat keinen Debuff oder so. Entführung. Ich habe das Gefühl, wir hätten ihn gar nicht, wir hätten auch hochfliegen können. Aber das hat schon gereicht. Ich weiß nicht gleich mit dem Stöckchen. Ich glaube schon. Seid gegrüßt. Ziehe den Ehrenfreund. Ja. Grüße. Das Licht segne euch. Hört euch nichts sagen. Oh. Ich geht aber schnell zusammen, ne? Wer weiß, wie weh es tut. Was kann ich für euch tun? Das Licht sei mit euch. Ziehe den Ehrenfreund. Seid gegrüßt. Verkaufen. Höhlenschimmelkäse hier. Auch schon gebunden. Oh, der ist sogar ein bisschen besser als unser. Warte. Wenn der theoretisch schlechter ist, von Werden, kriegt das weniger. Ja, schön. Oh nee, das ist behalten. Das ist nämlich. Seelengewunden. Und Seelengewunden. Seelengewunden, Seelengewunden. Seelengewunden. Mist wegtun. Gar nicht verkaufen. Gesucht, aber eigentlich suche ich Ehre dem König, Freund. Das Licht segne euch. In der Zeit. Ah, jetzt kommen wir das Ding da zerstören und können die angreifen, die da drin sitzen. Aber das werden wir in der nächsten Folge tun, wenn es wieder heißt Let's Play WoW.
of the Lich King. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Teilt das Video mit euren Freunden. Damit auf Wiedersehen.